Ein herzliches Grüß Gott und schön, dass du wieder dabei bist. Heute bereiten wir süße Spiegeleier zu. Die folgenden Zutaten benötigst du dazu. Eine Scheibe Toast, 2 Esslöffel Quark oder Joghurt, 1 Esslöffel Milch oder Wasser, 1 Teelöffel Honig, Garnitur zum Beispiel Kakao, Pistazienkerne und eine Pfirsichhälfte oder 2 Aprikosenhälften. Und so schaut dein Arbeitsplatz aus. Steck den Toast in den Toaster und röste ihn auf deiner Lieblingsröststufe. 1, 2, aufwärmen, 3, 4, 5 oder 6. Steck den Netzstecker in die Steckdose, drück den Hauptschalter. Gib Quark, Milch und Honig in eine Schüssel und verrühre es zu einer gleichmäßigen Masse. Ist dein Toast fertig geröstet, leg ihn auf eine feste Unterlage und steche mit einem runden Hilfsmittel einen Kreis heraus. Löst sich dein ausgestochener Kreis nicht gleich, arbeite mit einem Messer nach. Leg deine Pfirsichhälfte in die kreisförmige Öffnung. Verteile deine Quarkmasse rund um deine Pfirsichhälfte. Verbrauche die Masse komplett. Garniere dein süßes Spiegelei mit der Geschmackszutat deiner Wahl. Ich wünsche dir einen guten Appetit.